In diesem Video zeigen wir dir, wie du die Lautstärke einer Audiospur anpassen kannst. Wenn du das Lied Awaken eingefügt hast, sollte das Ganze ungefähr so aussehen und du kannst hier unten die Audiospur erkennen. Wenn du dir nicht mehr ganz sicher bist, wie man eine Audiospur einfügt, dann schau doch nochmal bei Projekt 1 Aufgabe 5 vorbei, dort findest du ein Erklärvideo dazu. Wie dir vielleicht aufgefallen ist, das Lied nun leider viel lauter als Wiebke und wir können sie nicht mehr richtig verstehen. Das möchten wir in diesem Video ändern, indem wir die Lautstärke heruntersetzen. Dazu wählen wir zunächst die Audiospur aus und gehen dann hier oben auf den Button Filter. Hier siehst du, welche der beiden Spuren ausgewählt wurde. Indem du auf das Plus drückst, werden dir viele verschiedene Filter angezeigt. Wenn du mal Lust und Zeit hast, probiere dich doch einfach mal durch. Jetzt wollen wir aber diesen hier benutzen, Verstärkung Lautstärke. Hier wird dir nun der Pegel angezeigt und du kannst auswählen, wie laut oder leise die Audiospur sein soll. Am besten, du setzt die Audiospur deutlich leiser als zuvor, sodass wir Wiebke noch gut verstehen.